Dr. Gerhard Schick. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Es wäre ja schön, wenn das ein Moment des Rückblickes sein könnte auf eine vergangene Finanzkrise. Aber leider ist das nicht so, sondern trotz der vielen Regulierungsmaßnahmen, von denen Frau Tillmann gesprochen hat, ist die Finanzkrise leider nicht vorbei und gerade auch nicht in Deutschland, sondern während wir hier sitzen, laufen immer noch die Bemühungen der Stabilisierung einer Bank in Deutschland, der NordLB in diesem Fall, die sich bei Schiffsfinanzierungen verhoben hat. Wir sind immer noch mittendrin in der Bewältigung dieser Finanzkrise. Und das ist das Gefährliche auch für das Gesellschaftliche und Politische, denn wir wissen, dass Finanzkrisen, das hat es in der Geschichte immer wieder gegeben, auch zu politischen Verwerfungen führen und für unsere Demokratie eine enorme Herausforderung sind. Und deswegen kann man jetzt nicht einfach zurückblicken auf die vielen Gesetze, die da gemacht worden sind. Auch wenn da, ich nehme als Beispiel heraus, mit der Schaffung der Bankenunion, die gegen den Willen dieser Bundesregierung in Europa erreicht werden konnte, wichtige Maßnahmen ergriffen worden sind. Trotzdem müssen wir sagen, wenn wir den Strich drunter ziehen und das alles bewerten, heute sind die Finanzmärkte leider nicht stabiler als 2007 im Vorfeld des Ausbruchs der Finanzkrise, die uns heute noch beschäftigt. Die Schulden sind weiter angewachsen, schneller gewachsen als die Wirtschaftsleistungen. Die großen Banken, die damals schon zu groß waren, sind teilweise weiter gewachsen. Und die Menge an intransparenten Finanzprodukten hat weiter zugenommen. Deswegen kann es nicht sein, dass wir uns damit begnügen, dass wir viel gemacht haben. Ja, wir selber haben sehr viele Gesetze verabschiedet, sondern wir müssen entscheidend dazu beitragen, dass das System stabil wird. Und das ist bisher nicht gelungen. Und vor dem Hintergrund ist der Blick in den Koalitionsvertrag leider ernüchternd. Sie haben sich in Sachen Finanzmarktregulierung leider nicht vorgenommen, diese großen Probleme wirklich anzugehen. Und deswegen sagen wir, dieser 10-jährige Jahrestag der Lehman-Pleite muss der Anlass sein, um einen neuen Anlauf für eine echte Finanzwende endlich hinzubekommen. Ich will als eine Dimension dessen, was getan werden muss, die Schnittstelle zum Immobilienmarkt nennen. Es gab eine massive Fehlentwicklung in den letzten Jahrzehnten in Deutschland. Wir hatten große kommunale Wohnungsbestände, wo die Immobilien eben nicht zum Spielball von internationalen Finanzinvestoren genutzt werden konnten, sondern ausschließlich im Dienst der Bürgerinnen und Bürger, die da wohnen wollten, waren. Wir hatten mit dem Instrument der Wohnungsgemeinnützigkeit, was leider in den 90er Jahren abgeschafft worden ist, auch da einen großen Bestand von Wohnungen, die der Gemeinnützigkeit unterlagen. Und es war damals nicht so leicht wie heute, Immobilienpakete mal schnell an der Börse zu handeln. Und diese drei Schritte haben es dazu beigetragen, dass die Immobilie, ja das, wo Menschen wohnen wollen, von einem Gebrauchsgut, was Menschen brauchen, immer mehr zu einem Finanzprodukt geworden ist. Diese Entwicklung müssen wir korrigieren. Wir müssen diese Fehlentwicklungen zurückdrehen, um wieder dafür zu sorgen, dass es bezahlbaren Wohnraum gibt für die Menschen in diesem Lande. Um es noch mal ganz klar zu sagen, auch wenn viele andere Maßnahmen diskutiert werden, ohne eine Finanzwende wird das Problem, dass die Immobilienpreise und die Mieten schneller steigen als die Einkommen der Menschen, nicht lösbar sein. Da müssen wir ran. Es gibt eine zweite Dimension im Bereich des Verbraucherschutzes. Ja, da ist auch manches entstanden, aber viel Papier hilft nicht immer viel. Ich erlebe immer wieder, dass Menschen sich schämen, wenn sie am Finanzmarkt von Betrügern zum Opfer gefallen sind. Jetzt zum Beispiel im Moment gerade viele Leute bei P&R, die einfach hinter die Fichte geführt worden sind. Aber ich finde nicht, dass sich die Opfer schämen sollten. Ich finde, es müssen sich die Betrüger am Finanzmarkt schämen und diejenigen, deren Aufgabe es gewesen wäre, und das sind auch wir, die es nicht geschafft haben, sie vor diesen Betrügereien im Milliardenumfang zu schützen. Da muss man etwas tun.
Und deswegen können wir uns nicht begnügen mit Berater, Register und was es gegeben hat, sondern wir müssen dafür sorgen, dass diese intransparenten Finanzprodukte, die Betrug Tür und Tor öffnen und wo man Gebühren verstecken kann, dass sie der Vergangenheit angehören und der Finanzmarkt endlich für Bürgerinnen und Bürger da ist und nicht im Wesentlichen eine Spielwiese, eine intransparente Spielwiese, wo sich ein paar Experten irgendwie möglichst viel Geld schaffen können. Und ich will einen letzten Punkt machen, obwohl es noch viele weitere Beispiele gäbe. Das ist die grüne Dimension der Finanzwende. Viele Unternehmen, und das merke ich aus vielen Gesprächen in der Branche, haben inzwischen verstanden, es gibt keinen Sinn mehr, in veraltete Technologien zu investieren, viel Geld in Kohle und andere fossilen Energien zu stecken. Da wird man Geld verlieren. Deswegen gibt es inzwischen viele Investoren, die Ausstiegspläne haben. So, und wenn man jetzt mal schaut, wie sieht das denn beim Geldanleger Bund aus, dann muss man sagen, die Pensionsgelder der Bundesbeamten sind immer noch ohne Nachhaltigkeitskriterien, ohne Blick auf diese Risiken angelegt. Und ich finde, das kann nicht sein. Es braucht endlich auch eine Finanzwende, wenn der Bund Geld anlegt. Wir müssen die ökologischen Risiken am Finanzmarkt ernst nehmen. Und auch da braucht es eine echte Finanzwende. Dankeschön. Herzlichen Dank, Herr Kollege Schick. Dr. Schick, als nächstes der Kollege Alexander Radbahn, CDU-CSU-Fraktion.